Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Nichts war umsonst Bundle von Prinz Pi. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundleinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Nichts war umsonst von Prinz Pi, das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Ja, die Verpackung des Bundles ist relativ schlicht gehalten. Wir haben hier einen Karton, der wurde weiß eingefärbt. Und dann haben wir hier auf der Oberseite, auf dem Boxdeckel, auf dem Bundle-Deckel, haben wir hier das Albumcover. Also wir haben hier diese Münze im Prinz Pi Design. Hier lesen wir eben Prinz Pi, nichts war umsonst, 1979, das Geburtsjahr. Und dann haben wir hier Prinz Pi im Profil abgebildet. Darunter lesen wir Bundle, Album plus Pianoalbum plus Schal. Dann rechts einen Barcode. Ansonsten ist das Ganze hier wirklich komplett in weiß gehalten. Die Box zu dem Album habe ich euch ja bereits vorgestellt. Und heute ist es eben an der Zeit für das Bundle. So, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze geht hier ganz normal auf. Und dann kommen wir zum Inhalt, der hier überraschenderweise nochmal separat verpackt ist. Also man hat das nicht einfach so hier reingelegt, sondern noch einmal verschweißt oder ja, eingepackt. Und zwar haben wir hier, wenn ich es richtig erkenne, ja, einen Keine-Liebe-Beutel. So, das Ganze ist dann hier zugemacht. Wenn ich es aufbekomme. Ja, aber ich befürchte, das kann man nicht wirklich schonend öffnen. Das wird sowieso leiden. Also können wir es auch aufreißen. So. Also. Ich glaube, sonst ist hier nichts weiter drin. Nein. Aber ich würde euch den jetzt gerne einmal noch im Gesamten zeigen. Also hier haben wir so einen schwarz-weißen Plastikbeutel und hier lesen wir eben keine Liebe und auf der Rückseite genauso. Also das ist schon mal schön, die Detailarbeit, dass man das nicht einfach in so einen x-beliebigen Sack reingepackt hat. Was allerdings ein bisschen weniger schön ist, ist, dass das hier abfärbt. Wir sehen es hier zum Beispiel an meinem Zeigefinger. Habe ich jetzt hier so schwarze Spuren von diesem Beutel. Naja, gut. Also, einmal haben wir hier das Album an sich, dann haben wir die Bonus-CD, okay, dann haben wir Sticker, zwei Stück und einen Schal. Wir starten wie immer mit dem Album an sich und nachdem das Album und dieser Bonus-Inhalt hier noch eingeschweißt ist, werden wir das mal aus der Folie holen. So, einmal und zweimal. Gut. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Also, wir haben hier das Album an sich. Das kommt hier in einem Pappschuber. Ist in so einem dunklen Rotbraun gehalten. Und wir haben hier wieder das Cover, also diese Münze im Prinz Pi Design, allerdings jetzt nicht in diesem Bronze wie auf der Box, sondern in diesem Fall in Silber gehalten. Und das Ganze ist hier auch geprägt, also man kann hier wirklich erfühlen, die Schrift und auch hier diese einzelnen Elemente, all das ist hier geprägt. Hier lesen wir Prinz Pi, nichts umsonst. Und auf der Rückseite gibt es dann nochmal die Münze im Keine Liebe Design, Keine Liebe Berlin 2017. Plus Barcode. Dann schauen wir hinein. Wir holen das Ganze aus dem Pappschuber. So, das Cover, genau wie auf dem Pappschuber auch. Wir haben hier ein reguläres Toolcase. Auf der Seite hier in Rot, in diesem dunklen Rotbraun eingefärbt. Übrigens bin ich so umsonst. Und die Tracklist. 14 Stück sind es geworden. Und wir haben hier Features mit dabei von Mark Forster, Bosse, Bowser und Kind. Also vier Features sind mit drauf. Es ist übrigens das 14. Album von Prinz Pi. Wir schauen uns mal das Booklet an.
wenn es rauskommt. Jawohl. So, das Booklet. Wir haben hier einmal die Infos, die Credits zu den einzelnen Tracks. Also wer war hier beteiligt, wer hat hier mitgewirkt. Was ist von unseren Träumen übrig geblieben? 100%. Wir haben nicht übertrieben. Also dann haben wir auch noch Zeilen von Pi. Weitere Infos und zum Abschluss dann auch noch die Credits zum Album. Dann, was haben wir hier? Okay, weitere Credits, weitere Infos für Penny, meine Kinder, meine Freunde. Und dann nochmal Prinz Pi mit dieser Kette abgebildet. Wir erinnern uns, die war ja damals in der Box. Also in der Box gab es dann diese Kette mit dieser Prinz Pi Münze dazu. Ja, ich weiß, die Statistik, die ist gegen mich, doch das sind nur Zahlen und ich zähle nicht. Ja, schöne Sprüche. Das Booklet geben wir wieder zurück und kommen zur Album-CD. Die ist hier in Rot und Weiß. So sieht das aus. Und auf der Rückseite ganz schlicht in diesem dunklen Farbton. Und unten lesen wir dann noch Keine Liebe. Jawohl. So, das war's zum Album. Aber wir haben noch eine weitere CD mit dabei. Und zwar ist das die Piano-Variante. Das Ganze hier in so einem, wie nennt man diese Farbe? Ich glaube Petrol. Also ein ganz dunkles Blaugrün. Das Ganze dann hier mit einer goldenen Münze, ebenfalls in einem regulären Jewel Case. So sieht das aus. Und hier lesen wir dann auch schon, nicht so umsonst, Piano-Album mit Berkan. Also Berkan ja ein begnadeter Klavierspieler. Und hier wurde Prinz Pi eben von Berkan unterstützt. Wir haben hier einmal, zweimal, dreimal, viermal Berkan mit drauf. Also als Featuring. Ich gehe mal davon aus, dass hier eventuell Berkan mitgesungen oder gerappt hat. Aber er generell auf allen Tracks das Klavier gespielt hat. Wir schauen mal rein. Eventuell wird uns das im Booklet noch erklärt. Ja. Also so sieht das aus. Prinz Pi hier, rechts hier Berkan. Jawohl. So, jetzt würde mich interessieren. Ja, also er ist auf jeden Fall hier angeführt. Also hier zum Beispiel auf dem Track Sandstrand ist er nicht als Feature angeführt, aber hier kann man auf jeden Fall lesen, Klavier Berkan. Okay, also scheint meine Vermutung richtig gewesen zu sein. Dann haben wir hier noch die Infos, die Credits zu den einzelnen Tracks und noch ein Foto. In diesem Fall scheint hier Berkan zu stehen und Prinz Pi am Klavier zu sitzen. Okay, das könnte man eventuell als Wendecover verwenden, aber ich werde es jetzt beim regulären belassen. Die CD dann auch wieder in diesem Petrol. So sieht die aus. Okay. Gut, das war's mit der Musik. Wir haben noch mit dabei zwei Sticker. Einmal, zweimal kreisförmig. Und zwar einmal hier diese Münze. Prinz Pi, nicht zwar umsonst, 1979. Und dann Keine Liebe Records. Also die kommen beide auf so einem gelben Papier. Und sind, wie gesagt, beide kreisrund. Ja, zwei Sticker. Und als letzten Bundle-Inhalt haben wir dann hier einen Schal. Es erinnert mich von den Farben und generell so vom Layout irgendwie so an amerikanische Ivy League Universitäten. Also ich glaube so generell die Farbwahl ist, glaube ich, an Harvard orientiert. Ich glaube, die sind auch sehr so mit Rot-Braun. Hier lesen wir einmal in schwarz-gelben Buchstaben Prinz Pi, keine Liebe. Das Ganze dann noch so schwarz-gelb eingerahmt. Und dann haben wir hier auch noch diverse Fransen in allen Farben, also in diesem Rotbraun, in Schwarz, Gelb und Dunkelblau. Denn auf der Rückseite haben wir das Ganze dann in Blau, Schwarz und Gelb. Und hier lesen wir dann den Albumtitel Nichts war umsonst. Jawohl. So, jetzt würde mich nur interessieren, ob wir hier irgendwo einen Zettel haben. Aber ich befürchte, nein, ich hätte keinen gesehen. Aber wird wohl wie die meisten dieser Schals sein, 100% Acryl. So, das war es soweit mit diesem Bundle. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal der eben gezeigte Schal, beidseitig bestickt
Dann haben wir die beiden Sticker hier einmal, zweimal kreisförmig. Dann hier, nichts war umsonst, in der Piano-Variante. 13 Tracks sind es geworden. Und natürlich das Album an sich, nichts war umsonst hier im Pappschuber. So sieht das aus mit 14 Tracks, womit wir dann auf insgesamt 27 kommen. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle, nichts war umsonst von Prinz Pi. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Prinz Pi unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.